Hallo, öffne die Türen und bereite alles für die Abfahrt vor. Planabfahrt ist um 10 Uhr. Es wurden uns keine Probleme entlang der Strecke gemeldet. Ja, und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator Classic auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dann werden wir da mal loslegen. Das heißt, Batterie schaltet mal auf Start stellen. Gleich mal die Türen aufmachen. Führerständle aktivieren. Gut, da können wir dann den zweiten Stromabnehmer nehmen. Wir können die Türsteuerung normalerweise aktivieren. Das müsste ja bei den Waggons funktionieren. Was haben wir denn vorne für einen Führerstand 2? Dann nehmen wir die 1. So. Flügelchen nach oben. Mit dem World Record Taurus unterwegs. Das mal einmachen, dann gibt es mal Licht. So, bremsen mal Anziehung. Fahrtrichtungswender nach vorne, die können wir mal lösen. Die AFB einschalten und auf 40 km/h einstellen. So, habe ich was vergessen? Licht ist ein bei dat Ding. Der Gelichter, der macht natürlich auch bescheiden da im Weg, gell? So richtig schön voll im Weg, damit man die Breitseite von der Lok schön sieht. Komm, das City Shit. So, was haben wir denn noch? Bremsen dann alle locker flockig. Ich glaube, das war's. Steuerwerklich haben wir keins dran. Da zumindest noch leicht den Bahnhof einpassen. Na, mal gucken. Also, wir fahren den Rex nach Moosach auf der Strecke Projekt S-Bahn. Die Aufgabe ist zum FS Clips. Und ist natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Wir stehen hier in Armbach am Start. Dann haben wir da einiges an Haltestellen, wenn ich es so richtig sehe. Alle Signale sollten grün sein, halte bei den 140er Tafeln, habe ich viel Spaß. Ja, 140er Tafeln halten, da habe ich schon meinen ersten Spaß wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir die alle erwischen. Ich glaube das nicht, stellen wir da wenigstens richtig. Da war aber die 140er Tafel davor, nein. Geht das mit diesen Türen da wieder nicht? Müssen wir in der nächsten Station schauen? Nein, die machen schon irgendwann zu, glaube ich. Audi! Da haben wir wieder für Audi! Audi! Wir wollen das mal befragen, was noch der letzten Weiche im Vorweg, gell? Letzten Weichen! Xing Yang Jung! Wenn man den noch. Ob das bei der ÖBB ist. Aber da haben wir schon ein 100er Schildchen dann. Da können wir dann eh schon Schub geben. Oh, Max, wer hat 140 gesagt, gell? Dann machen wir Roadrunnen. Zugbeeinflussung.
Aber ich glaube, das haben so 160 gegangen, so viele Dinge. Drei Speckel, na dann. Aber ich glaube, so fährt man auf so, langsam, so schnell dürfen wir auf der Strecke nicht fahren. Und schöne Verschwendung, gell, wieder. Vier so Waggons da, den Taurus da hängen. War dem einer die World Record Ding. Jetzt geht's einmal mit 100 den Berg runter. Ich weiß gar nicht, ob die Strecken im Vereinhandel verfügbar sind, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja eine Freeware-Strecke. Aber die Aufgabe ist sogar aus dem Rail zu fahren. Also die Aufgabe könnte es noch geben, wenn man auf die Strecke noch einen Zugriff hat, weiß ich jetzt nicht. Sollen wir dort anhalten? Die Streuballen, die Heuballen, Strohballen sollten einmal weg. Alter, ja. Wenn der Stier gut Gas gibt, dann muss der Stier gut bremsen, oder? Ich sehe keine 140er Tafel, wo ist denn die? Siebzig. Okay, langsam Schnucki. Ja, pfeift da mal durch da. Njum. Wir haben alle schön auf die Seite gestanden. Eieieiei. L44 on fire. Mit Wagenstandsanzeige und so weiter. Konstanz, Offenburg, Mannheim, Göttingen, Hannover, na. Passt nicht so ganz. Find ich irgendwie, oder? Hey, Schnucki. Bist du mitgefahren oder ausgestiegen oder haben wir einen Zug versäumt? Was ist denn los, mein Schätzelchen? Oder haben wir das Herzi Schatzi zum Zug gebracht? Ah. Das gibt es eigentlich morgens halb 10 in Österreich, weil ich war schon in der Werbung. Was auch immer, morgens halb 10 in Deutschland, gibt es da in Österreich, da gibt es dann Mana, oder? Jetzt bei uns Knoppers gibt es in Österreich Mana. Mana! Aber das war jetzt wieder mehr, da waren wir jetzt wieder mehr beim Bayerischen, gell, mit Mana. Ja, aber wegen meiner wartet die bayerische Staatsregierung bis heute noch auf die göttlichen Ratschläge. Das ist natürlich auch schlecht. Luja, sag ich. Naja, allusiv. So, auch eine schöne kleine Freeware-Strecke, oder? Das ist auch eine weiterbaut worden, glaube ich.
Leider. Die Hauptstrecke aber interessant vielleicht noch, gell? So. Oder man kann da noch so einen Abzweig da machen, da kann man schon. Aber ich kann nicht Strecken bauen. Muss man, wer die Strecke baut hat. Jetzt hat er schon gemeint, wir müssen jetzt da wieder stehen bleiben, aber da können wir durchdonnern. Und dann bemerkbar machen, nicht, dass da wieder irgendwelche Witzbolle. Ja, ich hab das in der Durchsage nicht gehört, dass hier eine Zugdurchfahrt ist. Ah, die Lok habe ich auch nicht gesehen. Ne? Es ist ja, die ist so leise und so klein. Dann stellst du mich hin über so einen Stier und sagst nochmal, dass der klar ist. Habe ich ja schon abgelichtet in München. München Ost ist die gestanden. Gibt es ja Trend, Eigenwerbung, gibt es ja so schöne Trendspotting-Videos bei mir im Kanal, da sieht man das Ding einmal in Original. Das ist, glaube ich, an einem Eurocity dran gehangen in München Ost. Da, war das Bologna? Also irgendwas noch Italia. Das ist damals interessant gefunden, dass der. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, der stand schon lange dort oder ist auch lange dort gestanden. Also es war jetzt, glaube ich, kein Eurocity, der aus München Hauptbahnhof kam und dann in München Ost nochmal Halt gemacht hat. Oh, meh, die kleinen Rasenmäher. Das sind die biologisch ab. Nein, biologische Mähroboter. Düngen auch automatisch. Wollte sagen, das sind vegane Mähroboter. Ja, Schnucki Taurussal. Ja, mit Steuerwagen ist es für einfacher. Zugbeeinflussung. Bremst gut das Ding, ja? Jetzt werde ich beinahe gesagt, wieder der Einmauer. Hashtag Eimer. Neubau. Gibt's da noch einen Altbau? Es gibt doch immer Ober und Unter, oder was schon? Bei den ganzen Städtchen, Dörfern. Gemeinden. Kaufs. Mir fehlt eine Volksschule. Ja, dafür schon hier. Tennisplätze, Tennisplätze, Fußballplatz. Schönes Freibad. Ui. Nettes Städtchen. Ne? Und Bahnanschluss. Mit, wie nennt man das? Einkaufscenter, Outlet Stores. Das scheint die Kläranlage zu sein. Das kleine Wohngebieten, das ist doch was Schnuckeliges da, hä? Hm? Na schön, das da. Glascontainer, auch noch ist da. Und dann hat der Bauer und ein paar Kühe. Na, das ist doch schon, die Spedition ist da. Und alles da, was man sich so wünscht, gell? Eine Design-Fußgängerbrücke immer. Oh, das glaube ich ist aus. Ey, was glaube ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wo die her ist. Wenn jemand weiß, von Herr Strecke das ist, dann soll er meine Kommentare einschreiben. Ich
Klugscheißer-Modus an, Klugscheißer-Modus aus. Ah, jetzt ist das Münchner Gebäude da vorne. Nein, das ist wieder Siemens, glaube ich, oder so. Das ist wieder Verwirrungszimmer. Das ist. Wenn du diesen Sendemast so machst, kannst du auch wieder denken. Da haben die Men in Black wieder so eine unterirdische Flug, also ein UFO hingepackt oder so. Ja, guten Morgen, ein unterirdisches Flugobjekt. Also, was ist denn heute wieder los? Die neue UFOs, die unterirdischen Flugobjekte. Ich glaube, in dem Kaffee war da irgendwas drin hat. Alter Hühnerfalter. Sacre bleu, das ist aber. Zoom, nach links mit der. So schöne Kurven baut. So. Uff, jetzt. Zeng. Haus des Meeres, auch schon. Gesehen, wie schön, dass man im 140er Schildchen kennt ist. Das schaut aber noch ein Horrorfilm aus da. Also, was ist denn das da wieder? London Lipstick. Railchats, die neue Art des Reisens. Ah, ja. Kommt dann jetzt der neue Railchat dann schon langsam. Um die 70, das reicht dann so mal. Wie. Da haben wir aber ganz schön abgebuddelt da neben dem Bahndamm. Ganz schön steil. Das ist ein steiler Zahn hier. Bei der Streckenkreuzung. Schrebergärtchen. Schreben! Der Wahnsinn los mit vier Gleisen. Ich habe aber ein paar Züge parken können. Oh, nochmal. Eine Araltanke. Schleichwerbung. Nicht so Schleichwerbung. Schauen aber aus mit diesem Hecken da und alles, gell, wenn sie aus Transportfieber entzuppelt waren, die Häuser hier, nur die fertigen aus die. Da waren wir so schöne Gärtchen rum. Nur die Garagen muss selber bauen. Das ist nice. Nice, nice, nice. Very, very nice. Das ein. In der See kann man nicht sagen, Tümpel, Fischweiher, der Standgewässer. Mit Fischen wird da nicht viel sein, glaube ich. Fischen. Da müssen noch ein paar Angelsachsen dort sitzen. Tut mir leid, das hat jetzt auch so müssen. Heiligspläne, da hat es sich noch alle beim Dutzend billiger gegeben. Nee. Nehmen Sie 8, zahlen Sie 10. Eine Weichennummer, genau. Wir müssen da eine Weichennummer machen, leider noch. Eine Weiche. Gibt es eigentlich harte Weichen, ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt das 140er Schild sogar treffen. Brauchst du Flinten? Ja, ich habe das 140er Schild runtergeschossen.
Ja, da ist. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das noch? Hauptstädterle. Ein abgebügelter 1216, da ist er. Und da steht ein Staubsauger, gell? Alle aufbügeln. Die bügeln nicht. Und es zieht die Chat. Gesundheit. Zieht die Chat. Gesundheit. Das ist ein BE. Gibt es noch nicht irgendwas? Das ist aber nicht Jennifer Alice, nur Kerl. Ne, boah, wer ist denn's denn? Ach, jetzt hört man nur noch mit der Nelle. Rostige Baumstämme. Jetzt wollte ich sagen, rostige Röhrchen. Das haben rostige Baumstämme. Lidl, Olli, ja. Lidl neben am Spar. Das gibt Preiskampf. Da gibt's Dumpingpreise. Und nochmal Schrebergärten. Da brauchen sie dann auch keine Gemüseabteilungen oder sowas machen, weil die ganzen Leute im Schrebergarten haben. Ey, nein, warte mal, die Wurstzimme, die gewinne ich. Den schnappen wir uns jetzt. Es kann nicht sein, dass die Schnucke mit den ganzen Eurofimos da schnell aus dem Bahnhof ausgedübelt als mir. Mit unseren paar kleinen Regio-Dinger da. Nein. Für die. Ein bisschen mehr Gas geben noch. Nee. Nächste Mal beim Jahrmarktszeit der Kollege durchs Butterbrezen und einen Kaffee. Aber ich lehre. Gleich auf. Jetzt wird er dann ein bisschen mehr Gas geben können oder was. Das ist aber auch fies, gell? Aber ich muss ja langsam von euch abbiegen, Zeit nicht mehr. Aber das Beschleunigungsteil haben wir eindeutig mir gewonnen. Muss ich auch in der Pause. Kann jetzt eine Gas geben, wenn jetzt den Untergrund verschwinden, wenn wir dann näher an der Alser Straße halten dürfen. Roadrunner spielen. Aber ist ja 12:16, du müsst eigentlich abgewischt mit Skotze, da müsst ihr jetzt eigentlich noch schnell. Ah, bis 70, dann schaut man die Leistung weg. Nach der physikalischen Kraft der physikischen Gesetze oder sowas müssten wir jetzt ein bisschen schneller werden. Wenn es ja da mit 15 Promille nach unten geht. Wann darf man eigentlich Gefälle sagen? Ich hab 2 Promille, das ist ein Gefälle. Das ist die Gefälle. Ha. Was meinst du, wie es dir jetzt geschreckt hat da unten? Der spinnt doch. Wollt ihr nur sagen, ich bin hier. Bin da, wer noch? Ja, nicht die Mama. Alter, muss jetzt ja keinen fragen, als was für Serie das ist, oder? Das weiß doch jetzt jeder. Oder wissen ein paar nicht, aus wem die nicht die Mama ist. Oder mein Auge, oh dieser Engel. Eine leicht Innenansicht. Es sind in dem weißen Raum hoffentlich keine weißen Mäuse drinnen. Wenn sie anfangen, weiße Mäuse zu sehen, dann wird es schlimm. Alsterstraße. Wir sind ja nicht in Hamburg.
Brahms, das ist schon Brahms gewesen. Johann Amadeus Brahms, oder wer war das? Das bin ich wieder witzig. Aber bis jetzt haben wir Latten hoher nicht zu schreien. Haben wir da schnuckelige 11 Minuten, ne? Da kann noch viel was hin. Das nehme ich mal für ein Licht. Alter, das ist einer. So Flutlichtdinger eingebaut. Mit dem Ding kannst du in einem schwarzen Loch nur Licht machen. Ne? Verkehr unterwegs sind. Oder S-Bahn. Wir haben ja auch Rexco S-Bahn. Was ist denn? Langsam schnuppi. Die brauchen wir mal einen Servicetechniker. Die ganzen Rolltreppen sind im A. Hast du eine Rolltreppe im Eimer an oder so? Da sagst du nicht immer was. Ah, ich kann ihn nach unten kriegen. Gibt es hier keine Fahrstühle? Das ist aber nicht. Das ist aber nicht schön eingerichtet. Haus des Meeres Bregenz. Jetzt mit neuem Haifischbecken. Ja. Schnecks und Trinks. Was schneckt man denn da so? Was schneckt ein Haifisch so oder was? Ich glaube Surfer oder so, oder? Was für ein Haifisch, so ein Surfer, so eine Zwischenmahlzeit ist, oder? Was sagt uns das? Der Haifisch ja auch keine. Ob man Haifisch vegetarisch erzählen kann. Alter, das habe ich jetzt auch mal gehört oder gelesen. Da denkst du wieder, du fällst vom Glauben ab oder so. Dass es irgendwo in glorreichen Universitäten getestet haben oder probiert worden ist, ob man fleischfressende Pflanzen auch vegetarisch oder vegan also umerziehen kann oder ernähren kann. Da denkst du auch wieder, spinnst du Rolle. Ich weiß nicht, welches Problem auf dieser Welt wir damit lösen würden oder sowas. Ich meine vielleicht, dass fleischfressende Pflanzen nicht aussterben oder nicht verhungern oder so. Ich weiß es nicht. Für was man sowas braucht. Ich möchte wissen, wie viel Geld für sich in die Studien draufgehen oder sowas schon. Aber irgendwie, also bei mir ist zumindest so, wenn ich sowas im Radio höre oder irgendwo lese, ich schaue dann immer auf den Kalender, ob dann der 1. April war und dann denkst du wieder, nein, es ist nicht der 1. April. Die meinen das ernst. Die meinen das ernst.
Sonne. Leben. Wie ist das? Sommer, Sonne, Sonne, Meer. Ich meine jetzt nicht, nicht ab in den Süden, da gibt es ja noch was anderes. Was ist denn das? Sommer, Sonne, Sonne, Meer. Die Augen von wer, wie waren das? Wer ist denn das? Da wieder so ein Orbe im Kopf und das. Ja, die Sekte zum Goldenen nehmen. Eine Gelddruckfiliale. So, das. Jetzt werden wir die S-Bahn um. Entschuldigung, warum kommen wir auf S-Bahn? Jetzt werden wir dem Rex einmal Sporen geben wollen. Jetzt machen wir mal einen Express aus dem Regionalding. Und zwar so einen richtigen. Wo da vorne 160 gefahren darf, und dann gibt es jetzt einmal. Ich musste mir überlegen, die Lok ist schon doppelt so schnell gefahren. Über doppelt so schnell gefahren. Zumindest hast du mir den Vorteil, wenn du ein 160er Schild da ist, dass du noch 6 Kilometer Zeit hast, damit du einmal Gas gibst. Weil normal kommen wir nur ein 160er Schild und dann noch kommt der Bahnhof. Bäh. Oder die nächste Ankündigung mit 120. Und noch schlimmer gleich mit 60. Wird immer schlimmer, 40. Alleine haben wir nicht, dass du so diese drei kleinen Aufpasser, so, diese pingeligen. Sich im Gleisbett tummeln. Ein Segelbötchen im Tretboot in Seenot. Na, da haben wir das erste Mal. Zugbeeinflussung. Sea Life.
Das ist genau, das ist Ende. Das ist das Ende von die Fahnenstange. Und jetzt zum Schluss noch mal schauen, dass wir beim 140 stehen. Ungefähr. Ja, das war ja mal wieder eine nette Fahrt, der Saison. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Über ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar unter dem Video würde ich mich natürlich freuen. Verabschiede mich von euch. Wünsche euch alles Liebe und Gute. Ein paar schöne Tage, eine schöne Woche. Gut gemacht. Wenn du willst, kannst du mit einem anderen Zug nach Einbach fahren. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir machen mal Schluss. Also, Kinderchens, bis die Tage. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. I'm Maverick. Für dich.